Mein Name ist Jari Otto, ich komme aus Wolfsburg und spiele beim VfL Wolfsburg. Mein Name ist Florian Bark und ich komme aus Berlin und spiele bei Hertha BSC. Mein Name ist Lennart Grill, ich komme aus Mainz und spiele beim 1.05. Mein Name ist Janis Kübler, ich spiele beim Karlsruhe SC und komme auch aus Karlsruhe. Mein Name ist Alfons Amade, ich komme aus Mannheim und spiele bei der TSG 1899 Hoffenheim. Mein Name ist Tom Berg, ich spiele bei VfL Bochum und komme aus Essen. Mein Name ist Mika Andrath, ich komme aus Berlin und spiele bei Fortuna Düsseldorf. Mein Name ist Sven Sonnenberg, ich komme aus Köln und spiele beim 1. FC Köln. Mein Name ist Jano Baxmann und ich spiele beim SV Werder Bremen und komme aber eigentlich aus Hannover. Ich bin Kilian Senkball, komme aus Leipzig und spiele bei RB Leipzig. Wie ist das Auswahlverfahren? Wie kommt man jetzt in die U17 rein? Der Start ist, denke ich mal, beim Verein. Man spielt halt dort in der Mannschaft, man muss sich zeigen und spielen. Dann kommen Sichter vorbei vom Landesverband oder auch schon vom DFB. Dann geht es meistens über den Landesverband, über die Auswahlmannschaften, wo dann die Besten eines Landes bzw. einer Region zusammenkommen. Dann spielt man jedes Jahr einmal ein Sichtungsturnier mit dieser Mannschaft, wo dann halt die Besten aus der Region gegen die Besten aus anderen Regionen spielen. Das Ganze wird vom DFB organisiert, wo dann auch bei jedem Spiel Sichter sind. Und von den ganzen Jungs, die dann dabei sind, werden die Besten ausgesucht. Die kommen dann nochmal zum DFB-Lehrgang. Und da wird dann wieder ausgesiebt. Und dann kommt irgendwann das erste Länderspiel, wo ein kleiner Kader feststeht an Leuten. Und die spielen das dann halt. Und dann muss man sich halt immer wieder weiter beweisen, um dabei zu bleiben. Ja, wenn man dann in der Nationalmannschaft drin ist, muss man sich halt in der Liga mit guten Leistungen überzeugen. Was habt ihr heute aus dem Rundgang so erlebt? Wir haben mitgenommen, wie Teile der Bevölkerung den Alltag wahrnehmen. Ja, wir sind halt im Dunkeln gelaufen und mussten halt alles ertasten und konnten halt nicht sehen, wo wir halt hinlaufen. Ja, wir konnten halt mal sehen, wie es ist, beeinträchtigt zu sein im Alltag und ja. Es hat viel Spaß gemacht und es war gut. Ja, wir konnten mal merken, wie schwer es ist, zu gehen, wenn man nichts sieht. Ja, wir haben auf jeden Fall neue Erfahrungen gesammelt in dem Bereich. Wir konnten sehen, wie Blinde leben und wie wichtig es ist, auch mit Fühlen und Riechen den Alltag wahrzunehmen. Ja, es war, denke ich, sehr interessant für uns alle und ja, war eine neue Erfahrung, die wir gemacht haben und hat Spaß gemacht. Also wir waren letztes Jahr schon beim MTV Stuttgart, das ist ein blinden Fußballverein. Der spielt, glaube ich, auch Bundesliga. Und da hatten wir so die ersten Erfahrungen, sage ich mal, mit Blinden gesammelt. Und die haben wir dann hier, sage ich mal, oder wir konnten schon was mit anfangen, was heißt, blind zu sein. Aber es war halt, wie schon gesagt, eine neue Erfahrung und nochmal erweitert, sage ich mal, das Ganze. Ja, Jari hat ja gerade gesagt, wir waren letztes Jahr schon beim blinden Fußball. Und es war schon damals sehr schwer, weil es eben eine sehr starke Beeinträchtigung ist. Und hier wurde uns das eben nochmal deutlicher gemacht, wie schwer eigentlich das Leben für einen Blinden ist. Aber ich finde, letztendlich durch diese Maßnahme hat man gesehen, wie toll solche Leute sowas bewältigen und trotzdem noch voll im Leben stehen. Also wie alle anderen jetzt schon gesagt haben, es ist eine besondere Erfahrung und dass man immer Respekt davor haben muss, was die Leute in dem Alltag bewältigen und so weiter. Hat der Durchgang was mit dem Team zu tun oder ist das eher so eine Freizeitveranstaltung? Ja, es ist eine Spaßveranstaltung für uns, aber mit ernstem Hintergrund und auch fürs Team sehr förderlich. Ja, wir mussten halt verschiedene Gegenstände fühlen und dann mussten wir am Ende das in der Reihenfolge zusammenfinden und dann wusste halt nicht jeder alles, aber dann haben wir es als Team zusammengefunden und dann die richtige Reihenfolge auch erraten. Wie war überhaupt die Qualifikation? Wie habt ihr euch auf die EM vorbereitet? Also wir hatten erstmal eine Quali gespielt. Dort haben wir gegen die Slowakei, gegen Bulgarien und gegen Holland gespielt.
gegen Bulgarien unentschieden gespielt, gegen Slowakei und Holland gewonnen, uns dann mit 7 Punkten für die EM qualifiziert und ja. Wir haben uns qualifiziert und haben uns jetzt gestern getroffen hier in Grünberg und werden uns jetzt hier noch 3 oder 4 Tage vorbereiten auf das Turnier und werden dann nach Baku reisen. Was steht noch diese Woche auf eurem Plan? Wir werden uns jetzt noch bis Sonntag hier in Grünberg auf das Turnier in Aserbaidschan vorbereiten. Dann werden wir am Sonntag nach Baku fliegen und dann am Donnerstag das erste Gruppenspiel gegen Ukraine haben. Eurosport 2. Wenn ihr die EM verfolgen wollt, könnt ihr auf Eurosport 2 vorbeischauen. Wie fandet ihr den Rundgang mit den Jungs? Ja, eigentlich habe ich festgestellt, das sind ja genauso Jungs wie alle anderen auch, 17-jährige Jungs halt sind. Und hat eine Menge Spaß gemacht. Das Dunkelkaufhaus bietet ja für viele Leute Möglichkeiten. Und hier ist es halt so, dass wir auch schön ist, wenn die Mannschaften oder wenn Menschen als Gruppe sich zusammenfinden. Und ich glaube, das funktioniert im Dunkeln nochmal auf einer ganz anderen Ebene wie im Hellen. Und das ist das Schöne, wenn man so Gruppenbuchungen bekommt, überlegt man immer, was mache ich mit denen, wie gehe ich mit denen am besten um. Und als die so die erste Gruppe im Dunkeln war, habe ich gemerkt, oh, die sind genauso wie alle anderen auch. Und das ist das Schöne. Jeder darf ich sein, jeder darf mal anders sein. Und im Dunkeln nehmen wir uns alle anders wahr und jeder ist anders. Was bietet zurzeit das Dunkelkaufhaus für Angebote an? Das Dunkelkaufhaus bietet ganz viele tolle Sachen. Also fangen wir mal an für Jugendliche oder Kinder, fangen wir an mit dem Kindergeburtstag. Dann gibt es Pizzaessen im Dunkeln für Gruppen, einfach nur Führung durchs Dunkelkaufhaus, auch für einen relativ günstigen Preis, also für 4 €. Das ist ja relativ preiswert. Was ein neues Event ist, vielleicht auch gerade mal für Jugendliche sehr interessant, Karaoke im Dunkeln, Blind Speed Dating machen wir im Dunkeln, Menüs im Dunkeln, Weinproben, also ganz viele Sachen. Und vor allem, wir machen immer, wenn irgendwer eine neue Idee hat, sind wir immer dafür. Machen wir immer mit.